Hell oder dunkel, schlicht oder smart, günstig oder teuer. Es gibt eine große Bandbreite an Haustüren. Wir sind zu Gast bei der Firma Aleco in Speyer und wollen wissen, was gibt es beim Haustürkauf zu beachten, wenn es um die Themen Wärmeschutz, Sicherheit und smarte Lösungen geht. Hier haben wir mal zwei Türen, die aufgeschnitten sind. Man sieht dann schon mal von der Optik her, wie so ein Innenleben aussieht. Also das heißt, wir haben einmal die Version flächendeckend und hier mit einer Einsatzfüllung. Die flächendeckende Version sieht man schon, ist mehr Material. Also das heißt, dadurch habe ich eine Optik, die flächendeckend ist. Der Flügel ist mit dem Rahmen bündig, habe dadurch natürlich höhere Wärmedämmung und einen etwas höheren Schallschutz. Bei dieser Tür ist es so, dass sie von der Bauart anders ist. Das heißt, die ist, haben einmal den Rahmen, haben einmal den Flügel und hier wird ein Einsatz reingeschoben. Deshalb auch der Name Einsatzfüllung. Die Dämmung ist hier insgesamt ein bisschen kleiner, natürlich auch dadurch der Schallschutz. Habt den Vorteil, dass bei dieser Bauversion einmal das Budget natürlich nicht so beansprucht wird gegenüber der flügelüberdeckenden Version. Auch das Thema Smart Home spielt bei Haustüren inzwischen eine Rolle. Von kameragesteuerten Türspionen bis zum Fingerprint gibt es hier verschiedene intelligente Lösungen. Hier haben wir mal zwei Haustüren, die dieses Thema mit integriert haben. Wir haben bei dieser Haustür haben wir einmal den Fingerprint, den Zahlencode und eine Funkklingel integriert. Bei diesem Modell haben wir einmal den Fingerprint integriert in den Griff. Der Vorteil ist sicherlich bei der ganzen Geschichte, zum Beispiel bei Kindern, wenn ich den Kindern den Schlüssel gebe und sie verlieren den bei einer Schließanlage, die gleichschließend ist, muss die ganzen Schlüssel ausgetauscht oder die ganzen Schlösser ausgetauscht werden, was sehr kostenintensiv ist. So ist natürlich der Vorteil, dass der Schlüssel nicht verloren gehen kann und die Kinder jederzeit rein können ins Haus. Gerade Sicherheit ist vielen Hausbesitzern bei ihrer Haustür sehr wichtig. Hier gibt es die Sicherheitsstandards RC1 bis RC6. RC1 bietet kaum Schutz vor Einbrüchen. RC6 wird im Gewerblichen, beispielsweise in Banken, verbaut. Im Privaten ist der empfohlene und meistverkaufte Standard RC2 und RC3. Hier haben wir eine Tür, die diesen RC2-Standard erfüllt. Das heißt, um den RC2-Standard zu erhalten, dieses Prüfzertifikat, muss an der Tür verschiedene Komponenten verbaut sein. Das heißt, wir haben einmal Sicherheitsscheiben verbaut, haben einen bestimmten Zylinder und zusätzlich an den Seiten spezielle Türbänder, die das ganze System einbruchshemmend machen. Der Sicherheitsstandard RC2 kann über die BAFA gefördert werden. Und das ist auch der Standard, den die Polizei empfiehlt, um das Ganze einbruchssicher zu machen. Energetisch, sicher und smart. Das sind drei wichtige Aspekte beim Haustürkauf. Dazu kommt natürlich noch der individuelle Geschmack. Farbe, Material, Form. All diese Wünsche des Haustürenkäufers bestimmen am Ende den Preis. Wir haben jetzt zum Beispiel hier ein Modell mit einem Keramikblatt vorne drauf. Hier liegen wir ungefähr um die 8000 Euro. Man kann die Tür gestalten, so individuell wie man möchte. Das heißt, die Farbe kann man gestalten nach jeglicher RAL-Farbe. Manche Farben sind Standardfarben und manche Farben sind Sonderfarben, die eben nochmal aufpreispflichtig sind. Daher ist der Preis speziell für eine Tür zu sagen, immer sehr, sehr schwierig, weil auch diese Tür individuell für jeden so gestaltet werden kann, wie er möchte. Haustür ist also nicht gleich Haustür. Wer eine sucht, sollte sich also vorher schon überlegen, was die Haustür alles können soll und natürlich, wie viel Budget dafür zur Verfügung steht. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.